So, ich hole jetzt langsam die Videos nach. Dividenden-Update für den Monat Juni. Wie viel Dividende habe ich im Juni erhalten? Das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück bei PG Finanzen. Heute mal im richtigen Chiller-Outfit. Ich komme vom Sport gerade und ja, dachte mir, ich behalte jetzt mal meine chilligen Klamotten an. Feli ist auch mit dabei. Hallo. Und wie gerade eben angekündigt, geht es in diesem Video um meine Dividendeneinnahmen vom Monat Juni. Mai habe ich ja schon nachgeholt. Juni ist ja, wird jetzt aufgenommen und ja, Dividenden im Juli. Kommt ja auch schon bald. Wir haben jetzt den 24. Juli. Feli. So, und da folgt also auch bald ein weiteres Video. Wenn dir das Format gefällt, gerne abonnieren. So, jetzt lernen wir das. Du bleibst jetzt mal hier. So, dann abonnieren nicht vergessen. Genau. Weißt was? Katz. War einfach in den eigenen Kopf. Wenn du das Format noch nicht kennst, ich werde jetzt gleich einmal mal die Dividenden zeigen, die ich bekommen habe bei Trade Republic und ich muss mal nachschauen bei der Consorsbank, damit du auch wirklich siehst, ja, ich habe diese Dividenden erhalten, das ist bei mir alles ganz transparent. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich habe 400 € Dividende von Daimler bekommen, was nicht stimmt, aber du kannst es ja nicht kontrollieren, deswegen zeige ich das wirklich ganz transparent, damit du mir auch wirklich glauben kannst. Wenn du meinen Kanal schon abonniert hast und mir schon länger folgst, dann weißt du das auch. Aber falls du gerade neu eingeschaltet hast, dann weißt du es jetzt. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich einmal bei Trade Republic reinschauen, dann bei der Consorsbank, sofern, das gucke ich natürlich gleich einmal nach, ob ich in dem Monat überhaupt Dividende erhalten habe. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ist ja schon ein bisschen länger her. Und dann habe ich eine Excel-Tabelle, wo ich dann eben nochmal alles eintrage. Und dann haben wir noch mal eine Übersicht, was habe ich letzten Monat an Dividenden bekommen, Netto-Dividende, also da sind schon Steuern und sämtliche Kosten abgezogen. Und dann kann man auch gerne mal reinschauen, was habe ich im Vormonat, im selben Monat im Vorjahr bekommen. Das finde ich immer ganz, ganz spannend, wie sich das denn so über die Jahre entwickelt, kann man noch nicht sagen. Ich bin ja erst seit 2 Jahren dabei, aber auch das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Na? Und ja, so läuft das ab und wir sehen uns gleich wieder. So, und da haben wir, ich gehe jetzt nochmal hier, 30 Tage und letzter Monat. Da haben wir jetzt hier bei der Consorsbank einmal von Intel eine Dividendenzahlung bekommen von 1,73 € am 2.6. und einmal von Shell 10,56 € am 28.6. Das waren jetzt die Dividendeneinnahmen von der Consorsbank, von meinem spekulativen Depot. Ich verlinke hier oben mal ein Video. Ja, von meinem spekulativen Depot einfach. Und ja, trage ich gleich in die Excel-Tabelle ein. Jetzt schauen wir uns mal Trade Republic an. Da ist ein bisschen mehr passiert. Und das trage ich dann eben auch noch einmal in die Excel-Tabelle ein. So, und jetzt. Oh, meine Babys. So, eingeloggt bei Trade Republic sieht es wie folgt aus. Also hier ist einmal nochmal mein, ja, mein Konto, meine Depotübersicht. Und jetzt gehen wir auch mal auf das Mannequin unten. Ich bin hier schon runtergescrollt zum Juni und wir fangen natürlich unten an und es geht los mit AG&C Investment. 54 Cent habe ich da an Dividende erhalten. Oh Mensch, irgendwie sind die Katzen heute sehr aufdringlich und kamerageil. So, weiter geht's. Gratis-Aktie siehst du hier auch, also die Aktion läuft immer noch. Falls du noch nicht bei Trade Republic angemeldet bist, ich kann es dir nur empfehlen. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Einladelink. Und dann geht es weiter hier am 15.06. mit Main Street Capital 22,03 €. Das ist momentan so mein größter Titel. Der zahlt monatlich Dividende. Das heißt, ich kriege von diesem Titel monatlich über 20 € Dividende, die natürlich reinvestiert werden in meinen Standard. Sparplan, in meine Standard-Sparplanausführung, da fließt das mit ein. Main Street Capital, Realty Income und AG&C Investment, das sind so meine monatlichen Zahler. Die habe ich ja erstmal mit Einmalzahlung be bespart, sage ich, wollte ich gerade sagen, gekauft, um eben erstmal ein bisschen Cashflow zu haben, den ich dann reinvestieren kann und
aufteilen kann in meine anderen Titel. Ey, Feli, du bist heute richtig aufdringlich. So, weiter geht's. IBM 6,89 Euro am 15. Dann kommt Realty Income. Da kriege ich, wie gesagt, jeden Monat um und bei 4 Euro. Dann geht's weiter mit Unilever 5,70 Euro an Dividende bekommen. Hier siehst du nochmal gratis Netflix-Aktie bekommen. Dann geht es weiter hier am 25.06. mit Shell. Auch hier habe ich Shell mit im Depot. Wird monatlich bespart. Da habe ich jetzt 6,70 Euro Dividende bekommen. Dann kommt hier nochmal Main Street Capital. Also die haben in dem Monat zweimal ausgeschüttet. Am 25.06. kam dann nochmal eine am 30.06. sorry, kam dann nochmal eine Dividende von Main Street Capital, nochmal 7,64 Euro und dann kam nochmal am 30. Public Storage mit 3,97 Euro. Das tragen wir jetzt alles mal in die Excel-Tabelle ein und dann siehst du auch einmal addiert, wie viel war das denn jetzt in dem Monat. Und ja, das werden wir jetzt einmal eintragen, sei gespannt. Liste ist drin. So, hier sieht man einmal die Zahlung von der Consorsbank, die zwei Dividenden, die ich da bekommen habe, einmal von Intel und einmal von Shell. Und dann geht es hier auf der rechten Seite weiter, da muss ich schon ein bisschen scrollen, hier unten mit Wells Fargo, oh, die habe ich gerade eben gar nicht mit reingehauen, die sind noch im letzten Video mit aufgetaucht, weil die in der Abrechnung im Mai noch mit drin waren, in der Trade Republic App, was mich auch sehr gewundert hat. Aber sie sind am 1.6. gekommen. Ich halte das mal hier so in die Kamera. Wenn man das denn überhaupt sehen kann. Nee, kann man nicht wirklich. Doch, da unten, Wells Fargo, 1.6. Da. 3,27 Euro, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, genau. Also, ja, das ist auch echt transparent. Das haut alles so hin. So, jetzt machen wir mal die Maske wieder weg hier. Also mit Wells Fargo fängt es an, 3,27 Euro, dann Agencies, habe ich ja eben alles aufgezählt. Also das ist jetzt hier in der Liste und das trage ich jetzt doch noch schnell mal in meine übersichtliche, einfache Liste ein. Und ich mache mal kurz eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es eingetragen habe. So, und jetzt haben wir den Monat Juni eingetragen. Insgesamt waren das 73,16 Euro. Doch, wenn man jetzt mal schaut, wie viel das im Jahr 2021 war, eine kleine Steigerung. Und ja, wenn du jetzt auch die letzten Monate mal so siehst, 30, 40, 56, 80, 110, 73 für doch so ein kleines Depot, wo ich noch nicht so lange mit bei bin. Also du siehst es ja selber hier, ich habe 2020 angefangen, im Oktober investiert und dann kam im November die ersten Dividenden von 26 Cent. Da finde ich diese Entwicklung, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend für mich selbst. Also ich finde das mega. Das motiviert mich eben auch dran zu bleiben. Anders wie jetzt zum Beispiel bei vielen Leuten, die nur auf Wachstumsaktien setzen und jetzt gerade eine schwere Zeit haben, weil die Kurse alle fallen, da ist man, glaube ich, eher gewillt oder denkt sich, oh, ich verkaufe jetzt lieber, bevor ich das ganze Geld weg ist. Und hier habe ich immer doch dieses, ja, ich kriege ja Dividenden davon, ich verkaufe jetzt nicht, ich kaufe nochmal nach. Das ist nochmal so ein psychologisches Ding. Auf jeden Fall Dividendenstrategie bis jetzt, knapp oder ja, 1,5 Jahre, gefällt mir sehr gut, bleibe ich auf jeden Fall bei, spekulativ, mein spekulatives Depot läuft nicht sehr gut, da bin ich auch momentan nicht so motiviert, da jetzt großartig, ja, mich wieder reinzufinden, zu schauen, das ist halt so die Sparplanausführung, die läuft, die Dividenden, ich habe mir im Vorfeld eben ja, die Strategie ausgesucht, habe mir Titel rausgesucht, wo ich sage, ja, das passt und dann braucht man sich in dem Sinne gar nicht mehr groß drum kümmern. Man zahlt monatlich ein, die Sparpläne laufen und ja, das Ergebnis siehst du selber. Gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Ja, und da kommen wir auch schon zum Ende. Ja, meine Erfahrung habe ich ja gerade eben schon so ein kleines bisschen mitgeteilt. Ich finde es mega geil, Dividendenstrategie, Daumen nach oben. So wie du hoffentlich in meinem Video jetzt einen Daumen nach oben geben wirst, würde mich mega freuen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, das Dividendenvideo für den Monat Juli wird ja auch bald kommen. Der Monat ist ja schon, oder er neigt sich ja schon dem Ende. Also auf jeden Fall abonnieren. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Restsonntag. Ich meine, es ist 9:30 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Viel ist vom Sonntag nicht mehr über. Also ich werde jetzt auch gleich noch
ja, eine Kleinigkeit essen, mich aufs Sofa chillen, vielleicht noch, vielleicht werde ich auch direkt ins Bett gehen, noch ein bisschen lesen. Und dann ja, geht's Montag auch schon wieder zur Arbeit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.